Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass Xavier Naidoo Zeit für uns gefunden hat. Lieber Xavier, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Xavier, wir beide haben schon vor vielen Jahren gemeinsam auf ARD-Bühnen gestanden. Du als Sänger mit den Söhnen Mannheims und ich als ARD-Moderatorin. Inzwischen sind wir beide draußen aus dem System, mehr oder weniger rausgeflogen worden. Bei mir ist schon ein bisschen länger her und bei dir geht das so in Etappen, aber ich denke, dass du den entscheidenden Schritt im Moment tust. Sehe ich das richtig? Ich sag mal so, mir war es eigentlich immer klar, dass ich clashen werde mit dem System, früher oder später, anhand der Texte, die ich einfach schreibe. Und deswegen habe ich es ja doch immer wieder auch wieder reingeschafft. Ich sag mal so, die Produktion, die mit mir arbeiten oder die Sender oder so, die wissen zwar, dass da meine Meinung vielleicht hin und wieder im Weg stehen kann, aber da wir auch immer sehr gut miteinander arbeiten, trauen sie sich dann auch eben doch wieder manchmal auch wieder was mit mir zu machen. Aber es kommt dann immer darauf an, was gerade los ist. Und vielleicht kann ich mal ein, zwei Jahre meinen Mund halten, aber wenn es zu heftig wird und ich auch Lieder habe, die ich dann schon ein paar Jahre jetzt auch rumliegen habe, dann ist natürlich irgendwann auch wieder Zeit aufzubrechen und den Mund aufzumachen und vielleicht wieder alles zu riskieren. Du könntest es dir viel einfacher machen. Du könntest deinen Mund halten, könntest eine Menge Geld verdienen, hättest eine Menge Fans, die hast du aber ohnehin, die das auch sehr an dir schätzen, dass du deinen Mund aufmachst und dich traust. Kannst du erklären, was es ist in dir, das dich treibt, dass du sagst, ich kann das nur eine gewisse Zeit hinnehmen und dann muss ich wieder raus mit dem, was ich sagen möchte? Natürlich hat es ein bisschen auch mit dem Hintergrund meiner Eltern zu tun, mit dem Apartheid-System aus Südafrika, dass ich da eben schon sehr früh einen Einblick hatte in die Ungerechtigkeiten, die ein Staat über seine Menschen bringen kann und dementsprechend. Ich sag mal so, der größte Motor ist tatsächlich die Lieder, die ich schon geschrieben habe, die ich im Herzen trage. Und das ist auch irgendwie, ich fühle mich diesen Liedern verpflichtet. Ich könnte mich nicht im Spiegel anschauen morgens, wenn ich nicht dementsprechend agieren würde, was diese Lieder sozusagen für mich bedeuten, was ich damit ausgedrückt habe. Und wenn das nicht mein Lebensmotto ist, dann hätte ich diese Lieder auch nie schreiben oder singen dürfen. Was ich in deinen Liedern immer gefunden habe, das ist die Nähe zum Schöpfer, die Nähe auch zu Jesus. Ich bin selber gläubig, deswegen hast du mich natürlich ins Herz getroffen damit. Und wenn du sagst, die Verpflichtung zu deinen Liedern, kann man dann sagen, dass es aber auch die Verpflichtung zur höheren Kraft ist, die du spürst? Das ist der Mut, der mir daraus erwächst. Also zu wissen, ich kann mich was trauen, es wird nicht mein Untergang sein, es wird mich nicht zugrunde richten. Ich fühle mich beschützt und behütet. Und wenn ich eins, glaube ich, aus der Bibel mitgenommen habe, ist, dass man sich mit der Kraft Gottes einfach in gewisse Wagnisse hineinbegeben kann und nicht unbedingt zu Schanden kommt. Also das ist meine Erfahrung bisher immer gewesen und das werde ich auch beibehalten. Und ich bin noch nie im Stich gelassen worden, was das angeht. Ja, mir geht es ähnlich. Ich kann das nur unterschreiben, was du sagst. Auch ich bin aus ähnlichen Gründen aus dem System rausgegangen. Ich habe auch gespürt, es gibt eine ganz andere Kraft, etwas, wo die Wahrheit viel näher ist. Die Wahrheit für uns Menschen, die ja im Moment ziemlich verdunkelt wird, kann man sagen, vom System, in dem wir leben, aber auch von den Medien, also jemand, der solche Dinge äußert. Ich habe damals ja gekämpft für eine gesunde Mutter-Kind-Bindung, dass die kleinen Kinder bei ihren Müttern bleiben können in den ersten Jahren. Und das wurde vom System überhaupt nicht gerne gesehen. Ich habe gemerkt, das wollen die gar nicht hören, haben mich im Gegenteil schwer angegriffen. Und gerade wenn es so um das Wohl der Kinder geht, das scheint ja für dich auch ein sehr wichtiges Thema zu sein. Ja, das war es schon immer. Da bin ich eben auch dem Kind in mir verpflichtet, das eben selbst schon in die Situation ich will nicht Missbrauch, das Wort Missbrauch, das gefällt mir nicht, weil das heißt ja, dass wir auch Kinder gebrauchen können, wenn wir sie missbrauchen können. Das heißt also, mir wurde da auch schon in frühen Jahren eben was angetan und das war natürlich dann auch der Motor zu wissen oder nicht zu wissen, aber eben nicht in diese Kinder hinein zu versetzen, wie diese ersten Minuten, diese ersten Stunden
sein können in der Hand eines Entführers oder in der Hand dieser Peiniger. Und da, es lässt mich einfach nicht los. Dann eben auch der 1996, dieses, was mir da passiert. Ich bin eben von London nach Hause gefahren, weil Teil meiner Familie lebt in London. War da mehr oder weniger bei meiner ersten großen Reisen alleine so unterwegs und habe immer auf den Landkarten geguckt, was gibt's denn für schöne Städte, wo ich zurückfahren kann. Und da bin ich eben durch eine Stadt namens Charleroi gefahren und werde es nie vergessen, ich hatte so eine rote Sonnenbrille auf, kennt man ja, dass ich immer so komische Farben dann gerne trage. Und das unter diesem Eindruck habe ich diese Stadt wahrgenommen, in Rot getaucht und mit einem extremen Unwohlsein im Magen und im Geist und überall. Und es hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen. Was habe ich da erfahren? Was ist mit dieser Stadt nicht richtig? Und da habe ich dann eben eine Woche später kam dieser Dutroux-Fall raus und da habe ich dann näher reingeschaut und das hat mich nie wieder losgelassen. Und das ist natürlich so unfassbar und unglaublich, dass man da auch eben lange Zeit mit sich hadert, überhaupt das zu glauben oder kann das sein und so. Aber die Faktenlage und auch der Gerichtsprozess und viele andere Sachen sprechen einfach dafür, dass da mittlerweile kann man auch davon ausgehen, dass es auf jeden Fall so ist. Aber damals musste ich mich über Jahre, Jahrzehnte fast an diese Sache herantasten. Man liest darüber im Moment mehr als sonst, dass ehemalige Opfer, zum Teil liegt das viele Jahre zurück, dass die sich jetzt trauen, Männer wie Frauen an die Öffentlichkeit zu gehen. Also gerade auch im Fall Jeffrey Epstein, das ja wohl so ein Paradebeispiel der Jetztzeit ist, das aufgeflogen ist, ein riesenpädophilen Netzwerk. Das ist ja offenbar ein Zeichen dieser, ich sag mal, niedergehenden Zeit, dass das eben überhaupt keine Seltenheit ist, sondern weit verbreitet. Du hast viel Energie und Kraft in dieses Thema gegeben. Ich selber habe mich zum ersten Mal deinetwegen näher damit beschäftigt und es hat mich gegraust. Ich weiß gar nicht, wie du es aushältst, aber wir müssen uns ja damit beschäftigen, weil andere Menschen müssen es aushalten. Wir schaffen nicht mal, die Schilderungen irgendwie aufzunehmen. Bist du weitergekommen? Kannst du sagen, dass es Neuigkeiten gibt? Wird da aufgedeckt? Wird gemauert? Wie ist der aktuelle Stand? Also meines Erachtens bröckelt es gewaltig. Es hätte schon vor 2 Jahren, Pizzagate hätte schon niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken dürfen, denn da habe ich angefangen zu recherchieren. Also tatsächlich nochmal mit viel mehr Information, als ich jemals hatte. Und dann konnte ich natürlich auch viel mehr das Puzzlestück hier in Europa zusammensetzen. Und auch Adrenochrom war mir nicht bekannt. Ich wusste von den Ritualen, die wurden mir geschildert von einem Augenzeugen, einem amerikanischen Soldaten, der in einer Sondereinheit war und mir in Deutschland eben davon erzählt, auch ein Fan meiner Musik war und so. Und der hat mir das geschildert und das hat mich nie wieder losgelassen natürlich. Und ich wusste aber nicht, warum jetzt man das den Kindern antut. Ich dachte einfach, die wollen die Kinder einfach nur quälen. Aber so langsam hat man dann eben das ganze Bild offenbart bekommen. Und das ist natürlich noch furchtbarer, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Bist du bei deinen Recherchen persönlich auf Schwierigkeiten gestoßen? Hat man dir gedroht oder gesagt, hör auf damit? Nein. Ich muss auch sagen, ich habe schon ganz früh auch gewisse Dinge in Liedern öffentlich gemacht. Also so Andeutungen habe ich immer schon rausgehauen. Und ich denke, diese Gegenseite oder diese Leute, die sind mit Sicherheit schon auf mich aufmerksam geworden vor vielen Jahren. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich glaube auch, dass oftmals Leute Schwierigkeiten mit diesen Kreisen bekommen, weil sie selbst vielleicht mal mit ihnen zu tun hatten, wie auch immer geartet. Ich jedoch habe niemals mit irgendwelchen Kreisen, die, also auch wenn man ja auf der Musikbranche gewisse Dinge nachsagt, sowas habe ich nie erfahren und auch nie angeboten oder wie auch immer bekommen. Das heißt, ich bin immer fern gewesen. Ich wollte ja nicht mal Preise annehmen früher. Also ich wollte mich ja komplett aus dem Business raushalten, lange Zeit. Und ich vermute stark, dass es ein bisschen gewisse Sicherheit bietet, wenn man sich, ich wusste auch, dass es ein Langläufer ist, dass ich nicht alles in den ersten Songs oder so packen kann, sondern ich muss da ein bisschen taktisch vorgehen und muss eben dann zuschlagen oder dann mit den Dingen rausrücken, wenn es auch Sinn macht und es eben nicht verpufft. Und meistens sind es natürlich irgendwie skandalöse Sachen dann gewesen, wo auch die Linke uns verklagt hat wegen dem Song
oder so. Aber ich habe mich langsam aber sicher da nach vorne gerobbt. Und natürlich ist die Öffentlichkeit auch ein Schutz. Aber mir hat nie jemand Steine in den Weg gelegt. Ich habe aber auch nie über Dinge, die ich jetzt, sage ich mal, über Deutschland recherchiert habe, da habe ich noch nie drüber gesprochen. Also da gibt es natürlich auch einiges zu sagen, nicht nur über Belgien oder Frankreich oder die Niederlande, sondern das gibt es natürlich auch alles in Deutschland. Und aber in Deutschland scheint es doch fast mit am besten verborgen zu sein. Gut, es gibt natürlich Stichworte, die mir dazu einfallen, wie Sachsensumpf beispielsweise. Das kann ich ruhig so frei sagen, weil der WDR vor wenigen Jahren ganz offen normal darüber berichtet hat, über gewisse pädophilen Kreise, die sich reinziehen bis in höchste Regierungsämter und Richterämter und auch die Medien. Allerdings ist nach diesem Beitrag des WDR auch nie wieder etwas gewesen, was ich noch mal gesehen hätte in der Richtung. Wird da so gut gemauert und warum ist das eine Mauer, die nicht zu durchbrechen ist, jedenfalls derzeit nicht? Was soll ich sagen? Ich glaube, das ganze komplette deutsche System fußt genauso darauf, wie das in vielen anderen Ländern auch der Fall war, obwohl ich es mir lange Zeit wirklich nicht vorstellen konnte, welche Akteure das sein sollen und so. Und ich weiß auch nicht, vielleicht ist man in dem Land, wo man lebt, ist man vielleicht am ehesten blind dafür. Und so, ich bin hier ja aufgewachsen, geboren worden und vieles konnte ich mir einfach niemals vorstellen. Ich habe es in anderen Ländern eher erforschen können als hier. Wir müssen da jetzt auch gar nicht tiefer reingehen, weil du hast Ärger genug, das reicht. Du wirst im Moment ständig von den Medien angegriffen. Macht überhaupt nichts, Eva. Also ich könnte mir das ja auch sparen. Wenn ich das nicht wollte, würde ich einfach diese Songs nicht rausbringen. Also damit kann man mich überhaupt nicht einschüchtern. Das macht mir gar nichts. Das ist etwas, was immer wieder sehr gut tut. Deine völlige Ruhe, du ruhst in dir, du scheinst in dir zu ruhen. Du hast viel Kraft und viel Mut, Heldenmut ist das für mich schon fast, mit diesen wirklich sehr schwierigen Themen und auch gefährlichen Themen, dich immer wieder an die Öffentlichkeit zu wagen. Du bist ja in einem Umfeld, bewegst du dich, das nennt man das Showbusiness. Das Showbusiness ist jetzt im Moment durch das Coronavirus auch etwas eingeschränkt worden. Viele singen von zu Hause aus, man kann sich auch nicht mehr für gemeinsame Aufnahmen treffen. Wie ist es jetzt für dich, also wenn du jetzt Musik aufnimmst, triffst du Musiker oder ist das alles jetzt gerade nicht drin? Hatte ich auch gar nicht vor. Also ich habe jetzt diese Lockdown-Zeit tatsächlich als eine Familienzeit gesehen. Und meine Mutter ist hier bei uns und es ist eigentlich für mich wichtig gewesen, mich jetzt diesen... Ich wusste, okay, der Lockdown wird wahrscheinlich auch hier in Europa stattfinden und ich war mir klar, dass ich dann diese Zeit nutzen muss, dass die ganzen... nennen wir es mal Truther, vielleicht jetzt diese Zeit nutzen müssen, um den Menschen, die eh zu Hause sitzen, vielleicht die ein oder andere Wahrheit näher zu bringen. Und so habe ich mich auch darauf eingestellt, also einfach mich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen, wie mit dieser ganzen Technik, mit der ich ja normalerweise nie was zu tun habe. Dann habe ich mir noch ein Mikrofon an der Tankstelle geholt, so ein Headset, was natürlich komplett für ein Hintern ist und so bin ich dann in diese Zeit rein und habe dann halt angefangen, auf Telegram Zeug zu machen, mich in Gruppen einzuwählen und so und habe da diese Welt entdeckt und finde es ganz gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt für immer machen würde, aber es ist auf jeden Fall, für jetzt ist es auf jeden Fall sehr gut. Freut mich sehr, dass das hier alles so geht. Auch mit euch so in Verbindung zu sein oder mit Olli oder mit den ganzen anderen. Das ist schon sehr wichtig. Ja, also Oliver Jannich ist ja sozusagen der Initialzünder. Der hat ja dich sozusagen auch in diese Szene mehr oder weniger eingeführt, worüber wir alle sehr delighted sind, weil natürlich du nochmal gerade durch die Authentizität, mit der du auftrittst, aber auch singst, deine Meinung vertrittst, vielen Menschen Kraft gibst. Und vor allem bist du eine bekannte Stimme, das nutzt du ja auch aus für die gute Sache. Das ist ja etwas, was ich gar nicht hoch genug schätzen kann, dass jemand, der
im Erfolg steht, praktisch das riskiert, viel davon zu verlieren, also von dieser Mainstream-Öffentlichkeit, um Randthemen anzusprechen, die ihm wichtig sind. Und du gibst natürlich den Menschen, die betroffen sind von diesen Themen, einen immensen Support, also Unterstützung. Und ich möchte dich aber nochmal fragen, wie ist es denn mit deinem bisherigen Umfeld aus dem Showbusiness? Wie verhalten sich die Leute? Es ist ja ziemlich negativ in der letzten Zeit wieder mal über dich geschrieben worden. Ich weiß selber, irgendwann schafft man sich ein dickes Fell an und sagt, lass ich schreiben. Aber es gibt natürlich ein Umfeld. Wie reagieren die? Gibt es da Leute, die sich abgewendet haben? Gibt es da Leute, die sagen, wir stehen an deiner Seite? Oder gibt es diese Wendehälse, die sagen, jetzt halte ich mich erstmal zurück und wenn es wieder vorbei ist, melde ich mich wieder? Ich glaube, es gibt all das, aber für mich war es eigentlich viel wichtiger im Vorfeld schon, mich zu lösen, weil ich habe mich ja nicht auf den Lockdown vorbereitet, sondern ich habe mich auf die Zeit nach DSDS vorbereitet, weil ich wusste, da werde ich das Album bringen und habe ich mich angefangen zu distanzieren von allen Menschen eigentlich, die mich kennen, weil ich wusste, ich möchte eigentlich nicht, wenn ich in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder wann auch immer mit dem Album anfange, will ich eigentlich niemanden damit reinziehen. Ganz, ganz wenige. Und alle sollen sagen, sie haben keinen Kontakt mit mir, sie haben keine Ahnung. Sie können von mir aus sagen, der ist durchgedreht, aber dass da eben niemand mit reingezogen wird. Weil ich ja in den letzten Jahren gemerkt habe, was das für Wellen schlägt. Da verlieren ja Leute ihren Job und was weiß ich. Wenn irgendjemand mit mir in Kontakt ist, dann ist schon zappenduster. Dann riskieren die schon alles, ne? Und deswegen habe ich da jetzt versucht, ein bisschen vorzusorgen und habe alle meine Kontakte, ich habe eigentlich mit niemandem groß Kontakt, das ist mir auch nicht wichtig. Ich war schon immer ein ziemlicher Eigenbrötler und ein, was weiß ich, vielleicht ein Nerd oder wie, das ist mir, meine Familie ist mir wichtig. Und wenn das alles ausgestanden ist, dann kann alles wieder losgehen. Aber für mich ist einfach klar, ich habe eine ganz klare Zielsetzung und die bedeutet Freiheit. In Deutschland wieder zu etablieren, also echte Freiheit, auch die mentale Freiheit, das Gehirn sozusagen oder die Gedanken wieder frei werden zu lassen. Denn diese Entwicklung ist ja, manche sagen, das kam über Nacht, die Entwicklung kam über die letzten 10, 20 Jahre, keine Ahnung, das kam ja immer peu à peu. Das hat ja Herr Juncker auch immer gesagt, sie testen immer mal ein bisschen und wenn es dann nichts passiert, dann gehen sie richtig los. Und das konnte man ja schon lange beobachten und man hat sich immer gewundert, warum sehen das die anderen nicht. Und jetzt haben wir durch das Corona-Los, das wir gezogen haben, natürlich zum einen das Leid, aber zum anderen auch eben das Gute, ne? Dass die Leute jetzt einfach merken, dass dieses System nie für sie war. Nie. Nicht eine Sekunde. Du meinst, das ist jetzt, also die Corona-Zeit ist jetzt eine Zeit, um dieses berühmte Wort aufzuwachen zu benutzen, also ein bisschen tiefer zu gehen, weil man ein bisschen mehr Zeit hat, über die Dinge nachzudenken. Aber vor allem, was wir hier auch gerade diskutiert haben, es ist ja so, es wird dir ja jetzt tatsächlich deine eigene persönliche Freiheit derzeit genommen. Du darfst durch die ganzen Auflagen, die wir jetzt bekommen haben, darfst du dich nicht mehr frei bewegen, du darfst auch nicht mehr alle Freunde treffen, wenn du das möchtest. Du musst selbst den Kontakt innerhalb der Familie auf Distanz halten. Du darfst keine Party mehr besuchen. Du darfst kein Kino mehr besuchen, kein Fußballspiel. Also das heißt, im Prinzip werden die Menschen auf der ganzen Welt derzeit mehr oder weniger entrechtet. Beziehungsweise, was wir so jetzt für uns langsam herausfiltern, ist, dass der Mensch, der ja einen freien Willen hat, plötzlich aus diesem freien Willen genommen wird. Du kannst nicht mehr machen, was du willst. Siehst du darin Vorteile? Ich sehe darin Vorteile, durch dieses Nadelöhr zu gehen. Das sehe ich schon, weil wie hätten wir es denn sonst hinbekommen? Ja, ich habe ja wirklich immer wieder versucht, auch anhand der Skandale, die da entstanden sind, den Leuten klarzumachen, wir sind in einer Meinungsdiktatur gelandet. Ja, und das haben natürlich manche dann auch mitbekommen, aber der Großteil der Menschen nicht. Mir geht's auch nie um den Großteil der Menschen, das habe ich schon lange abgelegt. Mir geht's tatsächlich nur um die Wachen, ja, und um diese Rücken zu stärken. Und ich war bereit für nach DSDS dieses Album rauszubringen. Jetzt kam der Lockdown dazwischen. Ich habe es eigentlich
im größten Teil positiv gesehen. Natürlich kriegt man jetzt immer mehr einen Lagerkoller und so, aber am Ende des Tages, wenn es uns gelingt, aus dieser Sache das Beste zu machen, und das, glaube ich, wird uns auch gelingen, dann hat sich das gelohnt. Dann sind unsere Vorfahren, die haben so viel, viel, viel Schlimmeres durchmachen müssen, als für uns jetzt 3 Wochen, 4 Wochen, 6, 8 Wochen Hausarrest. Ist furchtbar, aber, und natürlich gibt es auch wirklich schlimme Schicksale. Natürlich, die Selbstmordrate steigt, habe ich jetzt gerade erfahren. Die Alten, die Schwachen können ohne Kontakte ihr Leben nicht bestreiten. Und da gehen viele Menschen jetzt zugrunde dran. Und das finde ich tatsächlich einfach unverzeihlich an der ganzen Sache. Das hätte nie passieren dürfen. Aber auf der anderen Seite denke ich, jetzt sehen die Menschen einfach, was jemand wie Bill Gates oder auch unsere Regierungen der Welt, was die insgeheim im stillen Kämmerchen geplant haben, um diese neue Weltordnung einzuführen, die totale Kontrolle, den wunderschönen Chip, der uns schon aus der Offenbarung bekannt gemacht wurde, in die Haut einzusetzen. Da wurde man ja jahrelang für als Verschwörungstheoretiker verschrien und ausgelacht. Und jetzt ist es ganz normal. Jetzt ist es auf einmal, die Schweden fangen schon damit an und das nimmt jetzt seinen Lauf. Aber ich denke, dass jetzt dadurch, dass wir jetzt merken, dass diese ganzen Impfungen höchst gefährlich sind und auch tödlich sind, wie man ja in Afrika und Indien sieht, sich dagegen zu wehren und es zu stoppen. Und was nicht gehen wird, ist, dass man 7 Milliarden Menschen gegen ihren Willen impft. Das wird niemals passieren. Deswegen, die haben eigentlich schon verloren. Der Plan ist aufgeflogen. Es ist verloren. Ich weiß, viele Menschen denken, dass diese Q-Bewegung Schwachsinn ist oder irgendein Fake. Ich kann es auch nicht genau sagen. Aber es macht schon Sinn, eine weltweite Militäroperation zu starten, wenn man sozusagen eine andere neue Welt möchte. Dann tut mir leid, dass ich das jetzt auch sagen muss. Dann muss Deutschland einen Friedensvertrag bekommen, denn ansonsten werden wir ewig im Krieg sein. Die ganze Welt wird immer im Krieg sein. Und deswegen war mir immer klar, wenn sich mal irgendwas ändert, werden alle bei Deutschland vor der Tür sein, denn das Nadelöhr ist Deutschland. Ja, die müssen alle hier mehr oder weniger anklopfen, den Friedensvertrag aushandeln und dann könnte eine neue Welt. Alles andere würde niemals gehen. Solange wir hier keinen Friedensvertrag bekommen, wird es das nicht geben. Und deswegen ist alles, was jetzt geschieht, dieses Aufwachen, auch dass wir uns zusammengefunden haben, um auch das Grundgesetz zu verteidigen, auch wenn es eben nur ein Gesetz ist, das die Grundbedürfnisse regelt, ist es nichtsdestotrotz einer unserer letzten Bastionen des Schutzes. Und deswegen fand ich es auch gut, dass wir uns jetzt über alle unsere Missverständnisse oder über alles, was uns vielleicht trennt, hinweggesetzt haben und einfach jetzt zusammenkommen, um für die Leute in Deutschland zu agieren und auch für uns selbst, für unsere Kinder und für ganz Europa, für die ganze Welt am Ende des Tages. Ja, das stimmt. Also die freien Medien, die alternativen Medien sind gebündelt und vieles wird hinter den Kulissen ausgehandelt, wie das ja auch die Mainstream-Medien machen. Diese Aktion am 1. Mai für das Grundgesetz, da haben alle mitgemacht und du hast wunderschön gesungen. Dafür danke ich dir auch. Viele haben das auch ganz großartig gefunden. Xavier, du hast gerade angesprochen die Offenbarung. Es ist ja die Johannes-Offenbarung, von der du sprichst. Die Johannes-Offenbarung über das jüngste Gericht. Und wir haben ja einen Telegram-Kanal, Eva Herrmann offiziell, und Andreas Popp und ich unterhalten uns jeden Tag dort. Ein paar Mal manchmal, um die aktuellen Ereignisse miteinander zu besprechen. Und wir sprechen jetzt auch öfter schon über diesen Begriff jüngstes Gericht. Denn wie du richtig sagst, da steht eben unter anderem, dass am Ende der Zeit nur noch der kaufen und verkaufen kann, der das Zeichen in der Hand hat, also den Chip. Da steht vieles drin, dass Frauen am Ende Frauen heiraten werden und dass die Kinder zornig gegen die Eltern werden, dass die Welt praktisch moralisch zusammenbricht. Gehe ich davon richtig aus, dass du auch davon ausgehst, dass wir uns in dieser Zeit befinden? Davon bin ich ausgegangen vor 10 Jahren ungefähr. Jetzt ist meine Offenbarung, die mir mehr Kraft gibt,
als die Offenbarung des Johannes ist eigentlich Jesaja. Also das Buch des Jesaja und sagen wir mal so ab Jesaja 50 oder so oder ab 41 vielleicht, das gibt mir sehr viel mehr Kraft derzeit, als in der Offenbarung zu lesen, was uns alles blüht und was alles Furchtbares auf uns zukommt. Denn ich bin mittlerweile so weit, dass ich nicht akzeptiere, dass diese Dinge so über uns kommen und vollendet werden. Ja, also da glaube ich, warum soll es so eine Offenbarung geben, wenn wir nichts dagegen tun können? Ja, also die Offenbarung lesen und Däumchen drehen und warten, bis das alles eintrifft und Christen ja auch oft entrückt, von der Entrückung sprechen, der Vorentrückung und so, das hilft mir nicht, sondern ich muss eigentlich aktiv bleiben. Ich halte sehr viel von dem Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und deswegen möchte ich nicht mich der Offenbarung des Johannes ausliefern, sondern ich sehe es vielmehr im Jesaja mit dem Gottesknecht. Und das gibt mir viel mehr Kraft, die Völker und Nationen, die da sozusagen am Ende der Zeit zusammenkommen. Jesaja, Xavier, ist ja ein Prophet aus dem Alten Testament, der vieles auch voraussagt, aber vor allem, wie du schon richtig sagst, auch sehr motivierend ist, wie man sich verhalten soll. Hast du da Beispiele, was dich da besonders interessiert und packt? Naja, ich sag mal so, es ist im Alten Testament, es ist eher das Volk Israel sozusagen die treibende Kraft und nicht so sehr eine Einzelperson. Und so sehe ich es jetzt eben auch viel mehr. Ich fühle, dass wir als Volk zusammen, als Völker zusammenkommen. Und da gibt mir das einfach sehr viel Kraft zu sehen, dass genau das auch so beschrieben ist, auch wenn viele furchtbare Sachen beschrieben sind, ist eben dieses Endzusammenkommen und unserem Schöpfer in die Augen blicken. Das ist eben das, was mich motiviert, ja. Und ich will dieser anderen Seite nicht mehr einen dritten Weltkrieg eingestehen, keine Pandemien, keine nuklearen Auseinandersetzungen. Das will ich denen alles nicht eingestehen. Und irgendwie fühle ich mich konditioniert durch die Offenbarung des Johannes, das irgendwie anzunehmen, ja. Also vielleicht habe ich zu lange gedacht, dass es genauso kommen muss in meinem, weil ich ja eben dann auch die Offenbarung mit 21 schon gelesen habe. Oder auch die Bibel. Und deswegen, ich denke, wir kriegen diese Prophezeiungen ja nicht, damit sie einfach nur so durchlaufen und wir dann halt alles mit uns machen lassen oder alles über uns ergehen lassen, sondern mit Sicherheit können wir da auch eingreifen und gewisse Dinge eben gar nicht. Und auch das Neuschreiben. Ja, wer sagt denn, dass wir das nicht alles neu schreiben können? Der Herr ist mit uns. Mutig und gut. Jesaja sagt ja auch, ich glaube, das ist bei Jesaja 8, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was das Volk Verschwörung nennt. Also er hat es schon vorausgesehen vor zigtausenden Jahren. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Also. Richtig. Also das heißt, du arbeitest eigentlich an dem Plan, dass es nicht so weit kommt. Aber sowohl Jesaja als auch Johannes erwarten zu einer bestimmten Stunde den Messias, der sozusagen eingreift und die Welt oder das, was noch übrig ist, rettet. Bei Jesaja ist es der Gottesknecht. Wenn es der Sohn wäre, würde da auch Sohn stehen. Da müssen wir uns, glaube ich, klar sein, dass wenn von Sohn gesprochen wird, dann wird auch Sohn dort stehen. Ich glaube nicht, dass der Vater seinen Sohn Knecht nennt. Ja, also für mich ist das ein großes, ich glaube, da sind auch die Theologen sich noch nicht ganz einig. Da gibt es große Streitigkeiten oder unterschiedliche Meinungen, wer denn der Gottesknecht eigentlich wirklich ist. Das finde ich ja auch so interessant. Also das Buch, die ganzen Rätsel, die es aufgibt, sind alle noch nicht gelöst. Naja, vielleicht schon ein bisschen, weil Jesaja spricht auch von Immanuel. Er sagt ja auch, beschließet einen Plan und es wird nichts draus, fasst einen Entschluss und er kommt nicht zustande für diese Endzeit, denn hier ist Immanuel. Also er nennt schon einen Namen und den kann man ja in dieser Dreieinigkeit durchaus finden. Aber Israel wird auch oft wie ein Mann beschrieben und ist trotzdem das Volk gemeint. Also
das Mysterium ist unergründlich und ich freue mich immer wieder einzutauchen und auch mit der realen Welt Vergleiche anzustellen und zu schauen, wo wir gerade sind. Aber ich glaube, wir nähern uns tatsächlich einer wunderbaren Zeit. Ich glaube, und viel, was im Verborgenen ist, wird den Menschen noch sehr, 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 sehr wehtun. Sehr weh. Diese Wahrheiten, die über uns kommen, die werden manche Menschen, glaube ich, gar nicht aushalten. Ich denke, dass du da recht hast und ich denke, es ist trotzdem für jeden jetzt die Chance da, das zu tun, was du auch am Anfang schon erwähnt hast, nämlich, dass man sich in seine innere Ruhe begibt, dass man sich mit seinem Inneren auseinandersetzt, um eventuell auch eine Verbindung nach oben entwickeln zu können, um daraus die Kraft zu ziehen, die du ja sehr beispielhaft daraus ziehst. Und ich gehöre genauso zu dieser selben großen Familie derer, die einfach im Gottvertrauen stehen und daraus die Kraft schöpfen, egal was mit einem passiert. Es gibt einen schönen Satz in der Apostelgeschichte, der steht auch bei mir in Keramik in der Küche. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Absolut. Aber wenn du nicht hörst, wenn du nicht in dich hören kannst und hörst, was dein eigen ist, dann wird es dir noch viel schwerer fallen zu hören, was der Vater dir sagt. Und das ist, glaube ich, das Problem. Du darfst nicht vergessen, wenn Menschen jetzt wach werden, in dieser tumultigen Zeit, wird es ganz schwer, diese Ruhe zu finden, auf die wir hier aufbauen. Diese Ruhe, die ich hier habe, die ist Jahrzehnte alt fast schon. Ja, also die hat auch damit zu tun, dass ich in der Schule gehänselt wurde und dass ich Bimbo genannt wurde und dass ich auch viel, viel Hass miterlebt habe gegenüber meiner Person, schon viel früher, bevor ich überhaupt bekannt war. Und das stärkt ja die Menschen. Es ist ja immer die eine Sache, seine Kinder von Schmerzen und von Pein fernzuhalten, aber wenn du sie nie erfährst, dann wird das Leben dich irgendwann überrennen. Und deswegen war ich immer sehr, ich habe meine traurigen Phasen und meine harten Phasen immer umarmen können. Ich konnte da immer die schönsten Lieder schreiben. Ich habe mich da drin gesuhlt auf eine gewisse Art und Weise und konnte auch da dann wieder gestärkt hervorgehen. Und ich glaube, man kann jetzt nicht diese Kraft aufbauen. Wir müssen uns auf die Kräftigen jetzt verlassen. Deswegen ist auch Vertrauen so wichtig. Wir müssen auf die Menschen schauen, die jetzt schon Kraft haben. Die jetzt erst langsam in ihre Kraft kommen, das werden nicht die sein, die sowas tragen können. Sie werden unterwegs nicht, da passieren viele Dinge. Guck dir das Beispiel mit der Sonja Zietlow an. Die hat was gepostet, die hat ihre Meinung vertreten und dann auf einmal bricht alles über sie zusammen und sie löscht ihr komplettes Facebook-Ding. Ich hätte da nichts gelöscht, weil egal, was da für Leute über mich schimpfen oder was auch immer da geschimpft wird, ist egal. Es sollen ruhig alle lesen, was da steht. Und wenn die Sonja schon viel früher damit angefangen hätte, sowas vielleicht mal zu machen, zu sagen, zu tun, dann hätte sie das auch viel, viel leichter weggesteckt, bin ich mir sicher. Und so geht's mit allen anderen. Die sich nicht mit der Materie auseinandergesetzt haben, nicht angeeckt sind schon vor vielen Jahren und sich damit auseinandersetzen konnten und auch taktisch auseinandersetzen konnten, wie die Dinge laufen und auch eben wie ich sich darauf vorbereiten, dass das Umfeld leiden kann und dass man das Umfeld am besten schützt, indem man das Umfeld überhaupt nicht mit, wie soll man, nicht im Kontakt mit dem Umfeld ist am besten, sodass die eben auch nicht damit reingeraten können und niemand ihnen was vorwerfen kann. Ja. Und das sind viele Dinge, die man irgendwie, wenn man in dieser Zeit kämpfen möchte, dann muss man den Kampf schon 10, 20 Jahre vorbereitet haben. Ja, das klingt hier, also ich bin absolut bei dir. Auch meine Vorbereitung läuft 20 Jahre, weit über 20 Jahre sogar. Ich spreche immer über die drei Bände im Lichte der Wahrheit. Ich glaube, du kennst sie auch, wo die Schöpfungsgesetze erklärt werden. Und aus diesen drei Bänden habe ich meine ganze Kraft und meine Verbindung nach oben gezogen. Und Andreas Popp und ich lesen jeden Tag in diesen Büchern, damit wir auch wie so ein Schutzmantel uns diese Kraft umlegen können, wo ja auch die Bibel genau erklärt wird, wo also viele Mysterien übrigens gelöst werden, mit denen man sich vorher... Also sehr, sehr genau beschrieben auch noch, also dass man schon fast erschreckt. Also das ist schon krass. Ja, man muss sich die Frage stellen, wo kommt das her? Also wer war in der Lage, das zu schreiben? Wenn man dahinter gekommen ist, weiß man,
Danke, dass es das gibt. Aber ich möchte noch mal auf eine Erwähnung kommen, die du gerade gemacht hast. Nämlich, du hast gesagt, ich war früher der Bimbo. Also das heißt, du bist diskriminiert worden, diffamiert worden, deiner Hautfarbe wegen. Und wir sind ja jetzt in einer Zeit angekommen, wo es eben nicht, ich sag mal, bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, auf die Druck ausgeübt wird, sondern jetzt durch diese Maßnahmen des Coronavirus wird weltweit Druck auf jede Völkergruppe gemacht, ausgeübt. Jeder ist jetzt dran. Das heißt, die Menschen, die eigentlich am allerwenigsten, natürlich waren die Weltkriege da, aber die trotzdem, was diese gesellschaftlichen Diskriminierungen angeht, waren ja die Europäer. Also die Europäer waren die, die immer kolonialisiert haben, die sich auch Afrika und Indien und Australien und Nordamerika unterworfen haben. Das waren die Europäer. Deswegen, ich habe ein Buch darüber geschrieben, Blutgericht Europa. Da beschreibe ich genau diese Wechselwirkung, die zurückkommen muss. Und das scheint ja jetzt offenbar zu passieren, dass da sozusagen ein Pendel zurückkommt oder die Wechselwirkung eben sich zeigt. Und jetzt. Bitte. Nee, sag ruhig noch fertig, du hast nicht fast noch nicht fertig. Ja, also was ich sagen will, ist, das, was viele Menschen an Diskriminierung auch in unserer heutigen Zeit, auch reden wir über Schwule oder so, die auch diskriminiert werden, also immer gesellschaftliche Randgruppen, dass es jetzt plötzlich aber alle sind, die diskriminiert werden. Und wenn sie ihre Atemschutzmaske beim Edeka nicht aufsetzen, werden sie plötzlich diskriminiert. Und das scheint jetzt doch schwer an den Seelen zu nagen, dass ihnen so etwas passieren kann, dass sie auch unter einen derartigen Druck kommt. Und das deckt sich ja im Prinzip mit dem, was du gerade gesagt hast. Jeder muss jetzt seine Erfahrungen machen. Und es ist schlecht, wenn es einen ganz unvorbereitet trifft, umso besser, wenn man sich innerlich eben auch vorbereitet hat. Aber das dürfte der Effekt sein, der die Welt jetzt erfasst. Das ist der Effekt, aber die Früchte werden diese Menschen erst in ein paar Jahren ernten können. Während, sage ich mal, das Aufwachen vor etlichen Jahren dazu führt, dass man eben jetzt in seiner Kraft steht, weil man das schon immer vorausgesehen hat, dass das so kommen wird. Und das ist ein großer Unterschied, jetzt überrascht zu werden, dass man irgendwie in einer Scheinwelt gelebt hat oder die Scheinwelt schon lange zu kennen und auch genau zu wissen, wer die Scheinwelt lenkt und führt und so. Das ist schon ein großer Unterschied. Deswegen ist es ja für mich auch so wichtig, dass wir uns jetzt hier alle vernetzen und in unseren Regionen unsere Frau, unseren Mann stehen und den Leuten in gewisser Weise auch Hilfestellung geben können zu gewissen Themen und zu gewissen Sachen und einfach vielleicht schon ein bisschen mehr Einsicht, mehr Einblicke hatten und die jetzt teilen können und den Leuten ein Licht aufgeht und dass das auch Sinn macht, was wir da sagen, und dass es eben keine Verschwörungstheorien sind. Ja, es ist eine gewisse Stärkebeleihung, die du den Menschen gewährst, die alle diejenigen den Menschen gewähren, die in ihrer Kraft stehen jetzt. Du hast gerade gesagt, wenn der Lockdown vorbei ist und man sich wieder frei bewegen kann. Ich möchte noch mal ganz kurz zum Schluss in die aktuelle Lage kommen, Xavier. Es gibt jetzt Informationen, dass dieser Lockdown doch wesentlich länger dauern könnte, als allen lieb ist. Es ist ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt dieses mittelalterliche Spektakel alle 4 Jahre in Landshut. Das ist die Landshuter Hochzeit. Und die hätte stattgefunden am nächstes Jahr 2021. Man hat das verschoben. Aber nicht ins Jahr 2022, sondern ins Jahr 2023, weil man eben die Folgen von Corona noch nicht absehen kann. Es gibt Aussagen von Frau Merkel, der deutschen Bundeskanzlerin, aber auch von dem deutschen Gesundheitsminister Jens Spahn, wo manche schon sagen, was für ein Spahnsinn, dass der Lockdown weit über das Jahresende hinausgezogen werden könnte. Was dann? Niemals. Glaubst du nicht? Niemals.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt bald vorbei. Das sind die letzten Atemzüge, die die BRD da tut. Und das nie und nimmer. Wir wissen ja ganz genau, was Phase ist. Also wie soll das passieren? Niemand wird sich impfen lassen. Da wird es Mord und Totschlag geben, bevor das passiert. Also deswegen, also wir sind viel, 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 viel mehr. Das können die niemals durchziehen. Deswegen, man muss jetzt wirklich geduldig sein und warten. Dieser Staat demontiert sich ja gerade selbst. Auch die anderen. Man hat ja alle Fehler in Zeitlupe gesehen. Man konnte über 3 Wochen hinweg die Verwirrungen und Verirrungen direkt hautnah miterleben. Und das nimmt kein gutes Ende. Also ich hoffe, dass es natürlich friedlich ausgeht, keine Frage. Aber die Entlarvung ist, die Leute sind komplett entlarvt. Also von über Bill Gates, die WHO. Jeder weiß alles über Tedros. Jeder weiß alles über Bill und Melinda. Und das wird nie und nimmer bis zum Jahresende gehen. Ich gehe sogar so weit, ich glaube nicht, dass irgendwie Konzerte ausfallen oder so, wenn Veranstalter sie denn auch durchziehen können. Aber ich glaube, dieser Spuk ist bald vorbei. Ja, dein Wort. Also ich würde mich freuen, wenn es so ist. Wir hätten uns allerdings auch vor ein paar Wochen nicht vorstellen können, zu was man fähig ist, welche Verbote und Kontrollen über uns verhängt werden und letztendlich, dass viele mitmachen. Und ich Ja. denke, du hast in einem Punkt recht, es werden immer mehr die aufwachen. Andererseits hast du vorhin selber gesagt, du versuchst gar nicht mehr die Masse zu erreichen, weil die meisten sind nicht erreichbar, sondern du arbeitest für die Wachen, für die Aufgewachten. Die Frage ist Ja. jetzt, das ist ein Wettlauf mit der Zeit, wie schnell wachen die anderen auf? Du, ich glaube, das ist jetzt, der Prozess ist eingeläutet und ich weiß nicht, vielleicht sehen wir hier das exponentielle Wachstum, was man immer dem Virus zuspricht, das nie passiert und noch nie passiert ist. Und vielleicht ist das exponentielle Wachstum jetzt gegeben für die Wahrheiten, die uns hier gerade, offenbart werden. Und deswegen, ich versuche wirklich immer den Leuten zu sagen, Geduld, 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 ohne die Hände in den Schoß zu legen, natürlich, sondern tatsächlich wach zu sein dabei und zu wissen, wann, Timing ist da für mich immer alles, ne? Wann lässt man was über mit sich machen oder etwas über sich ergehen, erduldet, toleriert und wann ist die Linie überschritten und wann ist es eben gegeben und da habe ich meinen Instinkten immer trauen können, dass ich mich da richtig verhalte und eben immer dann auch laut werde, wenn es eben nicht verpufft und wenn es nicht unbedingt nichts bringt. Lieber Xavier, ich danke dir für dieses sehr schöne und aufbauende Gespräch. Vielleicht hast du noch ein letztes Wort für so manche geplagte und leidende Seele an dieser Stelle. Also Plagen und Leiden, wenn man jetzt nochmal sich darauf einlässt und diese alte Welt innerhalb dieser Trauer verabschiedet und sich darauf einstellt, dass etwas auf uns zukommt, das wir uns nicht mal in unseren kühnsten Träumen ausmalen können, dann ist man richtig eingestellt. Genießt nochmal diese letzte Zeit, die wir hier miterleben und auch sozusagen, was auch sehr wichtig ist, dass wir den Schlüssel bekommen haben zu dem Verhalten, dass wir immer den Menschen vorgeworfen haben, wie haben sie es zugelassen? Man hat ja immer gehört, die Söhne und die Töchter haben den Großeltern und den Eltern gesagt, wie konnte das passieren? Warum habt ihr das nicht gesehen? Diese Frage müssen wir uns jetzt nicht mehr stellen, wie das passieren konnte, denn wir haben es jetzt alle vor Augen geführt bekommen. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich, dass wir jetzt das verurteilen lassen und einfach verstehen, wie diese Mechanismen wirken. Massenhypnose, Propaganda einsetzen. Und ich glaube, es gibt genügend wache Menschen, es gibt genügend Meinungsmacher unter uns, die eben Hunderte, Tausende mitnehmen können, da wo sie sind. Und das passiert jetzt. Das passiert unwiderruflich. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Eine historische Zeit, eine biblische Zeit. Lieber Xavier, vielen Dank, viel, viel Glück. Wir werden ja privat in Verbindung bleiben, werden vielleicht noch die eine oder andere Aktion gemeinsam durchziehen. In diesem Sinne alles Liebe und Gute. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ciao, ciao.